Das ist ja eine ganz schön dezidierte Meinung, Herr Riegener. Das ist ja eine ganz schön dezidierte Meinung, Herr Riegener. Das ist ja eine ganz schön dezidierte Meinung, Herr Riegener. Das ist ja eine ganz schön dezidierte Meinung, Herr Riegener. Wir machen keine Geschäftsbeziehungen ein mit Plattenfirmen, weil wir doof sind oder aus Schirschern Dudel oder so oder weil wir was zu verschenken haben, sondern weil wir sonst unsere Musik nicht machen können. Das einzig Wahre am Rock'n'Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, selber verdienen. Die bekommen wir von Leuten, die sagen, ja, das ist mir das wert. Das ist die Idee dabei. Das macht den Rock'n'Roll groß. Wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby. Das einzig Wahre am Rock'n'Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, selber verdienen. Die bekommen wir von Leuten, die sagen, ja, das ist mir das wert. Das ist die Idee dabei. Das macht den Rock'n'Roll groß. Und zu glauben, irgendwann käme das Sozialamt um die Ecke und würde die Bezahlung der Künstler unternehmen und dabei würde noch gescheiter Rock'n'Roll rauskommen, das kann man knicken. Und das Rumgetrampel darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt. Wie alt sie sind, aber eins muss ihnen klar sein, für die Leute zwischen 15 und 30 gibt es keine endemische Musik mehr. Die haben keine eigene Musik mehr. Die kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Zielpublikum hatten, die ganzen Indie-Labels, die sind alle tot. Die sind alle weg. Was bleibt, ist Volksmusik, deutscher Schlager und Rockmusik für die Älteren. Der Rest dazwischen ist schon tot. Und das Rumgetrampel darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt. Das einzig Wahre am Rock'n'Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, selber verdienen. Die bekommen wir von Leuten, die sagen, ja, das ist mir das wert. Das ist die Idee dabei. Das macht den Rock'n'Roll groß.